Tach. Tach Internet. Ich habe schon lange angekündigt, dass ich wieder mit dem Vloggen anfange. Und irgendwie bin ich da mal wieder zu verkopft dran gegangen. Keine Ahnung, wie man sagt. Habe mir viel zu viel Gedanken darüber gemacht. Und habe irgendwie nicht den richtigen Content gefunden. Und habe mir gedacht, muss ja vielleicht so in der Art machen wie früher. Dass du halt in den Videos was erzählt hast. Und nee, das war zu viele Quatsche, muss mehr zeigen. So wie zu zeigen habe ich aber nicht, meiner Meinung nach. Obwohl das vielleicht auch gar nicht stimmt oder wahrscheinlich gar nicht stimmt. Und natürlich gucke ich mir Videos von Mr. Ben Brown oder Casey Neistat auf YouTube an. Und man will das auch so ein bisschen in der Art machen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe nicht genug Content dafür. Und deswegen ist das alles irgendwie nicht so passiert, wie ich gedacht war. Oder hat nie angefangen. Und ich habe jetzt beschlossen, ich mache das anders, um erstmal in den Flow reinzukommen wieder. Werde ich meine Quick and Dirty Videos weiter verfolgen und das so machen. Und werde ja immer kleine Videoschnipsel aufnehmen und die ohne groß zu bearbeiten, beziehungsweise so groß zu sammeln und daraus einen ganzen Videobeitrag zu machen in Form von 6, 7 oder mehr Minuten und das dann zu veröffentlichen. Sondern wie gesagt, quick and dirty. Das heißt, ich werde Videos aufnehmen, hauptsächlich mit dem Telefon, manchmal vielleicht auch mit der GoPro. Sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht auch mal mit der Spiegelreflexkamera oder irgendeiner anderen Kamera, scheißegal. Auf jeden Fall hauptsächlich mit dem Telefon eigentlich. Werde die Videos, so wie jetzt übrigens auch, und werde die Videos auf dem Telefon bearbeiten. Und von da aus zu YouTube laden und veröffentlichen. Und ja, wie gesagt, Quick and Dirty nennt sich dann. Das ist dann weiterhin. Habe ich ja schon ab und zu mal so gemacht, so ein bisschen. Genau, und das heißt, es kann passieren, dass mal 3, 4 Tage lang nichts kommt. Kann auch passieren, dass an einem Tag 3, 4 Videos kommen. Ich werde das Ganze dann Quick and Dirty 21.06.2015 und Video 1, Video 2, Video 3 oder wie auch immer nennen. Also, ja, die viel mehr wird da nicht passieren und wie gesagt, alles auf dem Telefon bearbeiten. Keinen großen Hack-Mack habe ich nicht vor. Ab und zu vielleicht mal, wenn ich sowieso mit der Spiegelreflexkamera aufnehme, dann schon, aber. Ja, ich will mir da im Voraus schon wieder gar. Ich mach mir, was heißt ich will, ich mach's ja schon wieder, viel zu viel Gedanken, aber so ist der Plan. Und ja, muss sehen, was passiert. Entweder wird es so in der Form passieren und weitergehen, oder kommt irgendwie in den Flow und findet dann doch wieder einen anderen Weg oder einen richtigen Weg. Keine Ahnung, der richtige Weg ist Quatsch, aber einen anderen Weg. Und mache es dann anders, aber mal sehen. Muss erstmal wieder in den Flow reinkommen und ja, vielleicht ist das aber auch genau der richtige Weg, weil ich habe in der letzten Zeit festgestellt, ich habe Videos aufgenommen und zwar gar nicht so wenig, aber ich habe irgendwie nicht die Muße gefunden, mich daran zu setzen und die dann zusammenzuschnippeln, weil ich eh schon viel zu wenig eigentlich. Aber ich eh schon viel Videos schneide und dann aber halt in anderen Bereichen. Wie auch immer. Ich schwafel schon wieder und laber zu viel, aber gut. Ja, so ist der Plan. Ich habe das Ganze heute schon mal im Auto aufgenommen, auf der Fahrt hierher in die Uckermark mit der GoPro. Jetzt hatte ich die vorhin an den Rechner angeschlossen, weil das Video zu lang und zu groß war, um nicht auch aufs Telefon zu laden per WLAN. Verbindung und ja, dann kackt er erst Final Cut ab, dann ist die GoPro Studio Software abgekackt und dann war die Karte von der GoPro aber auch schon leer und alle Videos verschwunden und weg. Super. Ärgerlich, weil da nicht nur dieses eine Video von der Fahrt heute drauf war, sondern auch noch ein paar andere Sachen drauf waren, aber gut, kann man nicht ändern. Ja, das war es erstmal für heute. Das also jetzt hier Quick and Dirty 21.06.2015 Video Nummer 1. Und ob heute noch mehr kommt oder nicht, oder morgen oder übermorgen oder wie auch immer, werdet ihr sehen. In diesem Sinne, bis dann.